So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Prison Architect. Ich muss mich vornherein schon mal entschuldigen dafür, dass die letzte Folge leider ohne meine Stimme war. Das konnte ich dann auch nicht mehr beheben, weil es einfach zu spät war. Und ich das auch zu spät bemerkt habe. Aber ich wollte ja kurz darauf eingehen, was ich getan habe. Dazu müsste ich wissen, was ich getan habe. Also ich glaube, ich habe die Küche ein bisschen vergrößert und habe hier angefangen zu bauen. Das Problem war nur, dass er das letzte Mal Speichern anscheinend nicht ganz angenommen hat. Und ich hier beim Autosave gelandet bin. Also muss ich hier noch die Kantine und den Duschraum nochmal bepflastern und fertig machen. Dann machen wir das nämlich gleich nochmal. Jetzt wollte ich mal kurz gucken. 1, 2, 3. Wand. 1, 2. Genau, dann können wir hier einmal nach oben gehen, würde ich sagen. So. So. Und so. Ich glaube, das reicht nämlich schon. Jedenfalls hat es das beim letzten Mal. So, dann können wir noch gleich mal beschleunigen, weil wir wollen ja den Trakt hier endlich fertig kriegen. Ja, was noch? Genau, ich habe hier die Exportlieferung, Abfall habe ich ein bisschen verlegt, weil hier oben, das ist mir einfach zu eng gewesen, weil man sieht, die laden jetzt alles schön ab und gleich wieder auf. Habe hier noch eine Hundepatrouille reingepackt, dass der Hund auch schön alle Pakete durchschnüffelt. Ich könnte da eigentlich gleich noch einen zweiten Hund dazu tun. Ah, das ist eigentlich ein zweiter. Brauche ich mehr Hunde, oder? Könnte es sein? Ich habe 16. Machen wir mal 20 draus. So. Genau, und ich habe noch Köche eingestellt, weil es sonst ein bisschen zu viel wird. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr. Ich mache dann nochmal. So. Und wir hatten ja Geldprobleme, genau. Ich musste ja immer warten, bis es wieder neues Geld gab. Aber das hat sich jetzt anscheinend relativiert. So. Freunde, hier fehlt anscheinend noch eine Lampe, dann gehen wir halt nochmal zwei Kabel rein. So, dann brauchen wir natürlich hier auch Wasser. So, halt. Stopp. Stopp. Weil hier kommen ja Zellen hin. Dann kann ich von hier aus eigentlich direkt verbinden. Dann brauche ich eigentlich die große Leitung nur hier irgendwie. So, weil die Kantine, die braucht ja kein Wasser. Weil da ist ja keiner am Spülen. Das sollte eigentlich alles die Küche erledigen. Hoffe ich zumindest, dass sie das tut. Einrichtungen, wir brauchen noch Abflüsse. 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir Duschköpfe. Wollte ich hier eine Toilette hinmachen, fangen wir hier mit den Duschköpfen an. Boah, das ist immer so verwirrend, wenn die da rumwuseln. So. Toiletten, da, genau. Toiletten tun wir hier auch rein noch. Zack. So, und in die Kantine. In der Kantine brauchen wir natürlich Serviertische. Da habe ich auch gesagt, ich möchte das ungefähr so machen wie auf der anderen Seite, also im anderen Gefängnis. Hier so das in die Mitte. Dann die Tische und so weiter außenrum. Tisch, Bank, leer, Bank, Tisch, Bank, leer, Bank, Tisch. Bank, leer, Bank, Tisch. Ja, machen wir es so. Ich hoffe, dass wir nicht so viele Gefangene unterbringen müssen hier in der Kantine. Wir können ja das immer noch nach rechts und links erweitern. Das ist ja dann kein Problem. So, ich werde auch jetzt dann noch versuchen, ein bisschen mehr aufzunehmen, dass ich die Woche nicht immer so in Bedrängnis komme. Wegen der Gamescom war das natürlich ein bisschen, ja, schwierig. Auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, was die Let's Plays und alles angeht. Aber, beziehungsweise das Let's Play. Ich habe im Moment nur Prison Architect. Aber das sollte jetzt hoffentlich dann auch funktionieren ohne Probleme.
Die Gamescom-Videos wurden ja schon geschnitten. Fast. Eins fehlt, glaube ich, noch. Ein Video muss ich noch schneiden. Die letzten Videos könnt ihr natürlich auf meinem Zweitkanal sehen. Und euch dort dann angucken. Vlox nennt sich der, also V und dann L-U-C-X. Könnt ihr auch auf meinem Kanal im kompletten Bild, seht ihr da rechts unten die angesagten Kanäle, da stehen die nämlich auch mit drin. Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir machen hier mal die Zellen hin, beziehungsweise ich lege natürlich wie immer zuerst das Wasser. Das Wasser. So, hier habe ich gesagt, zack, zack, Wand. So. Zack, zack. 1, 2, Wand. Da. 1, 2, Wand. Moment. 1, 2, Wand. Da. 1, 2, Wand. Okay, ich bin gerade verwirrt. Da. Da und da. Richtig. Ich muss mal gucken, wie viele Zellen ich da reinkriege. Warte, gib mir mal her. Klonen. Klonen wir doch mal. Klonen wir doch mal bitte die Zelle hier, möchte ich geklont haben. So. Ja. Dann schauen wir doch mal, wie viel Platz wir dann eigentlich brauchen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Fünf. Ja, fünf. Dann lassen wir mal mindestens zwei frei, hätte ich gesagt. So. 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 Okay, da oben geht es jetzt natürlich nicht auf, ist klar. So, ich mache es jetzt nämlich dann auch gleich so. Dann sollen die nämlich gleich hier rein. Dann ist das hier alles nur hohe Sicherheitsverwahrung komplett hier. Das alles. Dann müssten die eigentlich auch gleich hier rübergebracht werden. Ah ja, seht ihr? Halt, nein, der da nicht. Der darf da nicht hin. Der müsste gleich wieder weggebracht werden, hoffentlich. So, hier brauchen wir noch Toilettenwasser. So, bitte. Den Duschraum können wir mal offen lassen. Kantine lassen wir auch mal offen. Stimmt, die bräuchten ja eigentlich auch noch einen eigenen Hof, ne? Na gut. Kümmern wir uns erstmal um die Zellen, nicht, dass die das Meckern anfangen. Das wäre, hoppala, taktisch ein bisschen blöd, wenn die uns gleich aufs Dach steigen. So, ich habe gesagt, zwei frei, ne? So. Das Wasser kommt hier nicht mehr hin, verdammt. Machen wir doch hier mal, ja. Das gefällt mir nicht. So rum. Machen wir es mal so rum. Mal gucken, wie das dann funktioniert. Geht dann da das Wasser bis ganz oben? Hier. Okay. Ups, zurück. Schließen. Leck. Achso, speichern. Damit das aber auch funktioniert, was ich möchte, muss ich das hier alles für die normale Sicherung kennzeichnen, alles hier.
Übergangszelle, Hof, Krankenstation. Den Gang hier. Die Küche natürlich auch. Das hier ist eigentlich nur für Personal. Die Leichenhalle ist auch nur für Personal. So. So, dann müsste das so eigentlich fast schon hinhauen. Das bräuchte ich hier noch. Ah, genau, dann könnte ich nämlich hier kleine Sicherheitszellen hinmachen. Das wird, glaube ich, ganz praktisch, weil die brauche ich ja auch. Wie mache ich das denn? Gib mir Wand. Wand. Wie mache ich denn die? Ich glaube, bei denen sollte ich eine Toilette mit reinpacken, weil wenn die nämlich nicht aufs Klo können, ich glaube, dann rasten die aus. Oder? So. Und packe ich den da hinten eine kleine Toilette mit rein. Sicher ist sicher. Nicht? Na gut, Licht kriegen wir auch noch. Wenn es denn sein muss. Wasser brauchen die Toiletten natürlich. Versorgung da. So, und dann noch Räume. Das sind Isolationszellen. So. Und da unten fehlt dem einen noch Strom. Ups, ach, zu fix. Da fehlt noch Strom, weil da kein Strom hinkommt. So. Jetzt sollte Strom hinkommen. Also, seht ihr, da werden schon die ersten eingebuchtet. Ruckzuck geht das. Machen wir gleich noch eine Razzia. Und, was ich noch gerne machen möchte... Tagesplanung. Jetzt kann ich nämlich hier separieren, dass die nämlich nicht zur gleichen Zeit essen wie die anderen. Mache ich das? Wie mache ich das denn? Dass die sich nicht in die Quere kommen. Mache ich hier bei denen Freizeit und hier bei denen Essen. Dann mache ich hier bei denen... wie macht man das denn am besten? Dann haben die von mir aus 2 Stunden Arbeit, dann hier Freizeit, dann Essen, dann Arbeit. Ja. Schauen wir mal, ob das funktioniert, ob das hinhaut irgendwie. So, ich habe das jetzt mal abgebrochen. Jetzt, genau, jetzt gehen sie duschen und alles. Schick, schick. Das mit dem Essen hier auch funktioniert. Da sind auch noch ganz viele... Ich brauche mehr Zellen. Ich mache hier, glaube ich, jetzt mal schnell einen Sicherheitsraum hin, hier unten. Oh, geht schon los. So, langt das? Ich glaube, das langt, oder? Wo ist es denn? Wir suchen jetzt mal Gruppenraum, Werkstatt, Büro, Krankenstation, Sicherheitsbüro. Einrichtung, da brauche ich bitte ein Monitorsystem. Und ein Türkontrollsystem. Dann brauche ich einen Stuhl. Einen Schreibtisch. Und einen Aktenschrank. Und Strom natürlich, aber das sind wir ja nicht weit weg von. So. Müsste das dann eigentlich passen, hoffe ich. Ich packe hier mal noch ein paar Kondensatoren hin.
So, dann ist das Ding nämlich voll ausgelastet. Gut. Haben wir da jetzt alles? Aktenschrank steht doch drin. Was willst du denn? So, jetzt kann ich nämlich auch die Dinger hier anschließen. Ah, stopp. So. Gut. Oh, ich glaube, da gibt es gleich Klopperei. Ja, da gibt es gleich Klopperei. Aber das Problem ist, dass die hier nirgendwo hin dürfen. In der Übergangszelle. Uah. In der Übergangszelle. Stationierung. Ich müsste eigentlich das hier separieren. Hier die Zellenblöcke. Dass die hier auch die Gänge benutzen dürfen. Mindestens zu bis zur Kantine. Dann machen wir doch da schnell noch zwei Türen hin. Die wir, dann lassen wir die halt offen. So, wurscht. Da und da und da. Weil dann müsste dieses ganze Abteil hier. Das hier ist separiert, das ist separiert, das ist separiert. Okay. Dann können die wenigstens, wenn die hier in der Übergangszelle ist, können die wenigstens in die Kantine und was essen. Das ist schlimm genug, dass sie jetzt hier da drin sitzen müssen. So, die Tür kann offen bleiben. Na, halt. Die Tür kann auch offen bleiben und die Tür... Na! Die Tür kann auch offen bleiben. Und jetzt kann ich das Ganze... Genau. Mal... Oh, stopp. Dom, dom. Dann mache ich das hier für gemeinsamen Bereich. Das ist gemeinsamer Bereich. Die hier auch. Kantine ist gemeinsamer Bereich. Das... Ich müsste hier das auch noch irgendwie... Besucherzimmer zum gemeinsamen Bereich machen. Warum werden die jetzt hiermit eingeliefert? Eingeliefert, sage ich schon. Eingelagert. Jawohl, klingt auch nicht besser. Ich sollte drüben schnell mehr Zellen bauen. Gut. Dann machen wir das doch bitte mal so. Reißen wir hier den Zaun ab bis, weiß ich nicht, dahin. Bis wohin habe ich jetzt gesagt? Bis hierhin. So. Zack. Und dann reißen wir die ganze Wand mit ab. So, ich hoffe mal, die kommen jetzt nicht auf die Idee abzuhauen gleich. Stopp. Ich mach noch ganz kurz. 1, 2, 3. Patrouillen. Ja, ich weiß. Bewaffnete Wachen. 1, 2. Sich schnell genug merken, wenn einer abhaut. Ein bisschen riskant, was ich jetzt hier gerade mache, aber scheint zu funktionieren. Scheint tatsächlich zu funktionieren. Weil bewaffnete Waffen brauche ich auf jeden Fall. Bewaffnete Waffen. Ich habe heute wieder Sprachfehler wie... Na? Hallo? Ja, speichern. Schön. Und? Achso, da fehlt noch ein Stück Boden. Und jetzt bitte? Wurde der... Ah, da will einer abhauen. Pritzel! Da fehlt noch eine Wand. Weil ich brauche mehr Zellen.
Versorgung. Ich muss noch irgendwie Wasser da hochkriegen, ohne dass ich an den Zellen direkt vorbeilaufe. Nicht genügend. Oh. Ich bin pleite. Yay. Da gab es auch schon wieder Schlägerei. Warum sind die hier in den Zellen mit drin? Das verstehe ich nicht. Ich habe doch gesagt, dass das hier nur normale Sicherung ist, das da. Aber trotzdem sind die hier in den Zellen drin. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob das was bringt, wenn die, ob die dann da, ich glaube, die dürfen dann noch nicht mal durchlaufen. Wenn die jetzt zum Beispiel nur zu einem Bereich wollen, der ihnen gehört oder wo sie rein dürfen, ob sie da durch einen anderen Bereich mit durch können. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube auch, dass ich eine zweite Krankenstation bauen muss. Ich baue jetzt mal mit dem, was mir zur Verfügung steht, ein paar Zellen. War das... Als letztes habe ich die Seite gemacht, gell? Ja. Ich baue jetzt mal Zellen, bis ich kein Geld mehr habe. Also jetzt. Sollte die Verlegung wohl anders machen. Oh oh. Stopp. Uiu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 
Oh oh. Gestern wurde ein sehr schwarzes Kapitel in Geschichte der Haftanstalt geschrieben. So viele Menschen haben ihr Leben verloren. Stelle sicher, dass heute keine weitere Person stirbt oder du wirst dich wegen Fahrlässigkeit mit Todesfolge vor Gericht verantworten müssen. Oh oh. Oh oh. Das ist eine Neuerung. Ich glaube, jetzt sind wir jetzt 23, glaube ich, oder sowas. Ich glaube, das wurde mit 20 eingefügt, dass man wirklich richtig verlieren kann. Also wenn es zu heftig wird, dann kann man verlieren und dann werden die, wie soll ich sagen, dann wird das Gefängnis von der Garde oder was ist es? Nicht von der Kavallerie. Von der. Wie heißt es bei den Amis? Mir fällt es gerade nicht ein. Ja, die Armee halt. Wird das Krankenhaus dann übernommen. Und, genau, und man wird dann selber zum Gefangenen. Das müsste man eigentlich mal ausprobieren. Das müssten wir eigentlich mal ausprobieren. So, ich wollte jetzt schnell hier die Stationierung aufheben und sagen, dass das ein Bereich ist, den alle benutzen dürfen. So, das muss hier erstmal wieder aufgeräumt werden. Hey, Wahnsinn. Ich habe ein paar Wachen verloren. Ich müsste mal ein bisschen was verkaufen, ey. Ich habe kein Geld mehr. So. Weil die Bäume wachsen auch gerade gar nicht. Stimmt ja, die müssen ja auch alles reparieren. Oh, wei, oh, wei. Die haben ja die ganzen Zellentüren kaputtgeschlagen und so. Sind so viele letzten. Benötigt eine Art 56. 15 Leichen. 3 in Einzelhaft, 2 eingesperrt. Huiuiuiuiui. Ich schick mal einen Arzt in den Flügel. Der andere Arzt bleibt da, falls jemand kommt, der behandelt werden muss. Uiuiuiuiui. Was ich mich zum Beispiel frage, warum hier so viele Wachen rumrennen, die nichts tun. Das ist etwas, was mich noch so ein bisschen nervt. Oh, ein Krankenwagen nach dem anderen, hey. Die Patrouille hier. Stationierung. Die hier kann ich aufheben. Weg. Dafür möchte ich bitte. Erhalt kein Hund. Ich möchte hier bitte Bewaffnete mit einfügen. Sonst, könnte das vielleicht ein bisschen, ja, obwohl, sie dürfen ja nicht sterben, also wer bewaffnet, ein bisschen schlecht. Warum geht der Rundeführer hier nicht weg? Der hier backt auch rum. Ich glaube, es wird Zeit, die Folge zu beenden. So ein bisschen. Ja, genau, das sagt mir das Autospeichern auch. Ja, heute mal mit ein bisschen Trouble. Ja, ein bisschen ist gut. Ich hoffe mal, dass wir die Zeit jetzt hier ohne weitere Aufstände überleben, weil das wäre jetzt taktisch echt blöd. Wenn es gleich nochmal Randale gibt. Ich baue dann gleich nochmal Zellen, dass wir die endlich separieren können, weil das gibt echt nur Ärger.
Ja gut, dann sage ich erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis hoffentlich zum stressfreien nächsten Mal. Ciao.